Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Ascheblöcken noch soll hier. Hat einer eine Idee, was man damit machen kann? Immer her damit, mit den Informationen, wie immer, ne? Das ist, Sachen, die ich nicht weiß, muss ich irgendwie rauskriegen. Kommt er schon wieder an hier? Da muss doch irgendwo ein Nest sein. Jei. So, hier muss ich erstmal wieder rauf. So, dann bauen wir das hier erstmal alles weg unter unserem Arsch. Wir entfernen den, auf dem wir sitzen und gehen hier mal oben hin. Das ist mir gerade zu heikel da unten. Wasserbolzen! Was passiert eigentlich, wenn ein Wasserbolzen auf Lava trifft? Wahrscheinlich gar nichts. Das macht plupp. Ach, und dann kommt er wieder hoch, okay. Das ist ja mal lustig. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Die oberen möchte ich da schon fast drinnen lassen. Wenn einer eine bessere Idee hat, wie wir die Wall of Flesh besiegen, ja, erzähl's mir. Ich bin da dann doch mal wissbegierig mal wieder. Soll ja auch mal vorkommen, dass ich irgendwelche Sachen wissen will. Huch. Wow. Oh, was ist das denn hier? Feuerblüte, die will ich auch haben. So, da ist die Lava weg. Dann können wir jetzt auch wieder weiter bauen. Ich kann mir ja einen Ascheberg draus machen hier aus den Asche. Aber das, ich glaube, wenn einer nicht aus der Nähe von aus Norddeutschland kommt, wird er jetzt den Witz auch gerade nicht verstanden haben. Hier gibt es nämlich ein Dorf, das heißt Ascheberg. So, genau. Um mal wieder Insider-Witze bringen zu können. Hilfe! Eieieiei, die machen aber auch Sachen mit mir, die Mistviecher. So. Eine normale Höhlenfledermaus? Nur weil sie noch nicht brennt, oder was? Beziehungsweise, wie entstehen diese Höhlenfledermäuse? Sind das normale Fledermäuse, die irgendwie durch Lava fliegen? Oder was passiert da? Ach, ich habe keine Klappen mehr. Das ist ja immer doof. Dann mache ich mir doch mal fix welche. Zum Glück haben wir so viel dabei. Zack. So, dann gehen wir jetzt hier mal hier weiter. Eieieiei. Auch wenn mir hier gerade viel Asche nach unten fällt, die ist mir gerade so ein bisschen egal. Weil ich sowieso keine Ahnung habe, wofür die gut ist. Und ja, weil wir eben massenhaft davon noch kriegen können. Ah, jetzt sind wir wieder im vernünftigen Gebiet hier. Nee, du da. Ich hab dich gesehen da oben. Geh weg. Hallo? Dich habe ich auch gesehen. Richtig. 10 von 90. Ich treffe hier gerade gar nichts. Ist auch immer wieder sehr schön. Immer wieder gern genommen. Eieieiei. So, hier haben wir hier noch irgendwas, was wir gerade brauchen können. Ich gehe mal eben hier runter. Nein, da ist nichts mehr. Gut. Nee. Du gehst weg, du Mistvieh. Eieieiei. 9. Weiter geht's. Auf der 9. Auch wieder jede Menge Platz jetzt bekommen.
Gut, da geht es nicht weiter. Dann wird das jetzt mal hier weitergehen. Ich habe vorhin gelesen, dass es eine Crossover-Folge geben wird von den Simpsons und Family Guy. Und zwar 2014. Das ist, klingt schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Sind beide zwei schicke Serien. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der alte Streit, welche Serie ist besser. Ich bin ja eher der, die Simpsons-Fraktion. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich muss sagen, die Simpsons gefallen mir weit besser, wenn es nicht gerade die neue Stimme von Marge ist. Die mag ich nämlich nicht. So, Lebenskristall. Benutzen wir die Sau doch mal. Und 20 HP dazu bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, nichtsdestotrotz müssen wir hier weiterarbeiten. Von nichts kommt nichts, oder wie das heißt. Flugabwehrgeschosse, Feuer! Eieieiei. Das ist Glibber. Sehr schön. Glibber hatte ich vorhin erst gerade beim Abwaschen. Ich sag euch, der Topf sah aus, also... Dann hat er mich so angeguckt, der Topf, und wollte sagen, nein, wasch mich nicht ab, ich bin ein Lebewesen. Und, da kommt eine Slime-Mami. Wo ich gerade davon rede hier. Geh weg. Hab ich euch. Haha. Er liegt. Sehr schön. Es ist gerade echt erstaunlich, wie lange ich hier unten gerade überlebe. Also, ich wundere mich gerade selber über mich. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich irgendeinen strunzdummen Tod sterben, nur um hier mal wieder einfach nur zu sterben, weil ich nicht mehr weiß, wie es geht. So wie in meiner Aufnahme von, Minecraft vorhin, wo ich dann nochmal schön ersoffen bin, zwei, dreimal dann meine Sachen gesucht habe und die kamen nicht wieder. Halt, nein, ich wollte nicht schießen, ich wollte hier mit einer 9 Grad weiterbauen. Ja, und da gehen uns schon wieder die Klappen aus, das heißt, wir haben jetzt schon fast 200 Blöcke, sind wir jetzt weiter, also um genau zu sein, 198, glaube ich. Das auch mal alles raus hier. Das lassen wir auch mal alles ab. Einfach mal wieder ordentlich einen ablassen. Den haben wir auch. So, dann geht das jetzt hier wieder, oder? Drei Silbermünzen. Mensch, wir haben ja schon wieder ein Gold zusammen hier. Das ist ja gerade Wahnsinn. Das hier möchte ich gerne alles weghaben. Und dann möchte ich jetzt den einmal raushaben. Um dann... Hast du dir so gedacht, dass ich da jetzt hier... Ja, dass ich da jetzt hier, genau. Muss mal eben hier mich verschwinden. So geht die Knochenschlange nämlich wahnsinnig schnell. Und er auch. Der alte Feuerimp hier hinten. Also der Wasserbolzen, dass der so schön durch die Gegner durchgeht, das ist echt herrlich. Ich bin da Fan von. So. Hast du dir so gedacht, dass du mich damit triffst, du Sau? Nimm mal öfters mal ein paar andere Waffen. Eigentlich wollte ich den hier wieder haben. Eieieiei, die machen aber auch teilweise einen Schaden, die Mistviecher hier. Ich will immer diese Flügel aufsammeln, weil ich denke, da sind noch welche. Das ist
Wer früher mal Ultima Online gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Die haben fast dieselbe Grafik. Und da gab es Flügel von Fledermäusen, die man für Tränke bräuchte, und Dämonenflügel, und die sahen ganz genauso aus, dummerweise. Löschen wir die Fledermäuse? Nein, wir löschen sie nicht. Ja, dann gehen wir doch nochmal wieder runter hier gleich. Ich will mein Gold wieder haben, hallo? Ja, dann sind wir gleich wieder bei Nissa rausgekommen hier. Was hast du denn so Schönes für uns gerade? Die Dreckrute. Das klingt immer so ein bisschen pervers, muss ich sagen. So. Geht er wieder in den Keller. Ein bisschen Platz haben wir noch hier. Ja, das reicht noch. Das langt noch. Das langt noch. Was für einen anderen Kram aufsammeln, verballern wir eher Munition da wieder. Man macht das kein Nickel hier unten. Eieiei, immer dieser Abstieg hier. Das ist ja schon fast wie der VfB Lübeck. Ach Gott, der war auch so wunderbar schlecht. Ja, ja. Nur nicht ganz so grün ist der hier. Der Abstieg. Wie der VfB. Naja, was soll's. Ich bin eh nicht so der Fußballfreund. Abwärts, abwärts. Abwärts, abwärts. Ja, ja. Und die HP laden sich wunderschön auf. 340 HP haben wir und 220 Mana. Ist ja echt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Maximalgrenze für Mana? Sind das diese 220 bzw. 200? Weil 20 haben wir durch irgend so ein altes Item gehabt. Glaube ich jedenfalls. Was war denn das jetzt hier? Da! Der war's. Sternkraftband. Also müssen 200 das maximale HP sein. Gibt es hier noch mehr HP unter dieser Linie? Oder ist das hier die letzte? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir schon wieder irgendwelche wilden Voodoo-Puppen hier gefunden? Ich glaube nämlich nicht. Nee, anscheinend nicht. Was ist das denn hier an der Seite? Hotbar. Ach, die kann man... Hä? Kann ich die jetzt durch die Gegend ziehen, oder was? Okay. Was auch immer das jetzt gerade heißt. Hotbar entriegelt und gesperrt. Was das auch immer jetzt gerade sein soll. Egal. Ja, wir müssen noch tiefer. Wir müssen noch wesentlich tiefer. Hier ist die große Labertasche wieder. Während die große Labertasche hier am Absteigen wieder ist. Eieieiei. Ein Skelett. Noch ein Skelett. Hast du dir so gedacht, dass du mich kriegst? Nicht mit mir, mein Bester. Da musst du schon schwerere Geschütze auffahren. Zum Beispiel wie er hier. Komme ich denn da jetzt lang? Gar nicht. Bleib doch mal eben, wo du bist. Ich komme mal kurz vorbei. Oh. Hilfe! Das ist ja hier. Schon wieder halb tot. Aber wir haben eine neue Voodoo-Puppe. Pippe. Genau, wir haben eine neue Voodoo-Pippe. Du bist ein schrecklicher Mensch. Okay. Ich bin also ein schrecklicher Mensch. Kann man mal sehen. Das funktioniert auch gerade sehr gut hier. Einfach mal nach vorne schießen mit dem Ding. Die sind so langsam unterwegs, dass man da richtig viel Schaden auf einmal macht. Da hat er nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Dass das so gut klappt. Immer geradeaus weiter. Da war noch wieder gerade einer.